Hallöchen, Hallöchen zusammen. Ja, mal ein ganz neues Spiel. Ich habe es schon lange, lange auf der Wunschliste und es war nie die Zeit, es mal zu spielen. Jetzt konnte ich nicht anders. Ich musste es mir mal genauer angucken. Also Bilder und Videos. Ach, es ist so schön. Es ist so schön. Und genau darauf habe ich zurzeit so richtig Lust. Mal was Entspanntes. Kein Rumgeschnetzel, kein Rumgeschieße. Nein, ja, maximal mit Pfeil und Bogen ein bisschen jagen. Ja, wir spielen Medieval Dynasty. Und ich hoffe, euch gefällt es genauso wie mich, wie mir. Also, ich habe es noch gar nicht gespielt, muss ich ehrlich sagen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es mir nicht gefallen wird. Und wir starten einfach mal direkt ein neues Spiel. Anpassen. Oh, kann ich anpassen? Was kann ich da anpassen? Tage pro Saison. Also das weiß ich, es geht nach Jahreszeiten. Ja, also 3 Tage sind dann sozusagen eine Jahreszeit. Okay. Steuermultiplikator. Okay, unbegrenzte LP, unbegrenzte Ausdauer. Okay, das ist Cheaten. Das wollen wir nicht. Gucken wir mal. NPC-Lebensmittelmultiplikator. Holzmultiplikator. Verderbendes Essen, das wird uns wahrscheinlich doch durchaus ärgern. Ne, ich mach das aus. Besser ist. Gut, im Mittelalter war es ja normal. Da hatte man keinen Kühlschrank, ja. Und keine Tiefkühltruhe. Aber gut, wir wollen es ja nicht übertreiben. So, Vergiftung, Temperatur, das lassen wir alles an. Ja, würde ich sagen. Genau. Plump. I used to have a simple life. Whatever needed doing round the farm, I'd do it. Being the eldest son, it's tough. But at least we had a living, and our plates were never empty. Then, the war came. I lost everything overnight. The last thing I remember is father pushing me away. Yelling for me to run, to live. At first, I didn't know what to do. Then, I remembered a story my mother once told me. A story about my uncle, Jordan. He made a modest fortune up north, in a peaceful valley far away from the war. For weeks, I held on to that thought. Tell the valley from my mother's stories. I could see it. This is where I can start a new life. Okay, also wir sind vom Krieg gebeutelt und wollen uns ein neues Leben bauen. Da bin ich ja mal gespannt. Ui. Ein neues Leben beginnt. Sprich mit dem Kastellan Unigost. So, da müssen wir hin. Also müssen wir ins nächste Dorf. Schauen wir uns hier erstmal um. Passt das mit der Maus? Ja, die Mausempfindlichkeit passt. Oh. Ha! Gehen. Stein nehmen wir. Da kann ich ja gleich ein bisschen was sammeln hier, ne? Fichtenzweig. Achso, hier muss ich gedrückt halten, alles klar. Aber ich habe ja auch Gewicht. Axt benötigt, aha. Na, kaputt kloppen, das wird wohl nix. Birkenzweige. Hier ist 4 Steine, aber einzelne Steine sind hier wahrscheinlich eher selten. Was war das? Ah, Spitzhacke benötigt. Stöckchen. Okay, wir gehen jetzt erstmal in Richtung Dorf. Ach, ist das schön. So mal richtig schön entspannt durch den Wald spazieren.
Ist ja für mich als Stadtmensch schon eine Seltenheit. Macht man viel zu selten. Hab ich gerade Stein gesehen? Stein. Breitwegerig. Aha. Boah, bei den ganzen Gräsern hier, da muss man erstmal die kleinen Steinchen finden. Stückchen. Guckt euch das an. Schön. Haben wir eine Karte? Ja. Ah, wir sind hier. Okay, das ist eine ganz schön große Welt. Wer ist das da? Einwohner. Aha. Da ist ein einzelner Einwohner. Okay, also ich bin hier. Man muss nach Gostovia. Gibt es 19,2 Grad im Frühling. Schön. Was gibt es hier noch alles? Fähigkeiten? Oh ja. Skillbaum, sehr schön. Inventar. Wo sehe ich, wie voll ich bin? Da. Maximal 35 Kilo. 10 Kilo habe ich schon aufgesammelt. Das sind bestimmt die schweren Steine. Ich bin gerade am Wundern. Ach, schön. Ja. Ja, das gefällt mir. Da muss ich runter. Ah, halt, da muss ich hier lang. Aha, kann ich hier rüberhopsen über... Okay. Ich hopse nicht über den Zaun. Ich gehe rum. Wir haben Zeit. Alles entspannt. Nee, kann ich nicht nehmen. Kleine Felder. Die können wir später wahrscheinlich auch bewirtschaften. Also was wir im Endeffekt alles machen können, das weiß ich noch gar nicht so genau. Ich wollte mich nicht zu sehr mit dem Spiel beschäftigen, bevor ich damit anfange. Ich will das lieber alles entdecken. Löwenzahn gibt es nicht. Hallöchen, könnt ihr mal vielleicht den Weg hier nehmen? Ja. Sagt mal. Das ist doch keine Art. Och, Hallöchen, wer bist du denn? Oh, Linksklick wäre jetzt schlagen. Nee, ich will. Nein. Aha, okay. Mit dir kann ich nicht sprechen. Schade. Unigost, da ist er. Der gute Herr. Den schauen wir mal. Okay, nicht vertont, dann werde ich das mal vertonen. Hey Fremder, was führt dich in unser Tal? Du siehst weder wie ein Kaufmann noch wie ein Pilger aus. Nein, nein, bin ich nicht. Mein Name ist Rassimir und ich kam aus dem Süden, um meinen Onkel Jordan zu suchen. Ach, ich heiße Rassimir, da habe ich ja nicht aufgepasst. Ich bin weder noch... In seiner alten Heimat nannten sie ihn Jordan den Flößer. Jordan! Ah ja! Er hat mir einmal von seinem Leben auf dem Fluss erzählt. Du bist an den richtigen Ort gekommen, aber leider ein paar Jahre zu spät, fürchte ich. Was? Ein paar Jahre gleich? Warum das? Was ist mit meinem Onkel passiert? Er war ein großer Mann und ein noch besserer Freund, Rassimir. Als guter Handwerker und ausgezeichneter Händler hat er hier ein kleines Vermögen verdient. Siehst du die Taverne dort drüben? Er baute und betrieb sie, wie auch viele andere Geschäfte, die du im Tal findest. Taverne? Oh, oh. Stimmt, da links, das Gebäude. Das sieht irgendwie sehr groß aus. Meine Mutter erzählte mir, dass er im Norden wohlhabend wurde. Ich hatte keine Ahnung, wie wohlhabend, aber das beantwortet meine Frage nicht. Dein Onkel hat sich umbringen lassen, mein Freund. Er hatte diese Idee von einem riesigen Handel mit dem deutschen Königreich im Westen. 5 Wagen, gefüllt mit bestem Eisenerz, schön gefärbten Leinen und unseren ausgezeichneten Bier. Von 10 Ochsen gezogen, hat er nicht herumgealbert, so viel kann ich dir sagen.
Was ist passiert? Wie ist er gestorben? Sein Treck wurde von Banditen überfallen, seine Fuhrleute abgeschlachtet. Er muss sich wacker geschlagen haben. Nach dem, was wir gesehen haben, als wir nach ihm suchten, hat er zwei mit in den Tod genommen. Ich habe ihn selbst begraben. Oder besser, was die Wölfe zurückgelassen haben. Es tut mir leid, der Überbringer solcher Nachrichten zu sein. Mein Onkel ist tot, sein Vermögen weg. Ich bin den ganzen Weg umsonst hierher gekommen. Sag das nicht. Ich würde einen Neffen von Jordan nicht verkümmern lassen. Und auch wenn die meisten Dorfbewohner schnell vergessen, was sie deinem Onkel zu verdanken haben, ich habe nicht die Absicht, es ihnen gleich zu tun. Ich bin der Kastellan und mein Wort hat nach wie vor Gewicht. Also sage mir, kannst du für dich selbst sorgen? Klar, ich kann einfache Werkzeuge herstellen, ich kann meine Bedürfnisse durch die Wildnis stellen und ich weiß, wie man rechnet und tauscht. Dann ist er doch schon gebildet. Das ist gut genug. Ich habe vielleicht keine Waren oder Gold zu bieten, aber du kannst hier so viel Land haben, wie du willst. Nicht verkauft, sondern dir auf Lebenszeit garantiert. Baue ein Haus, züchte Gemüse, halte etwas Vieh und folge dem Traum deines Onkels. Ist das denn ernst? Mein eigenes Land? So viel, wie ich will? So viel, wie du gebrauchen kannst, mein Junge. Und solange du deine Steuern zahlen kannst. Ja, da kommt das Aber. Ich verstehe. Hast du einen Rat für mich? Du kannst Bäume fällen, um dein Haus zu bauen. Am Fluss wächst Schilf, das sich gut für ein Dach eignet. Hast du etwas zu essen dabei? Na, viel nicht. Das habe ich alles unterwegs schon verbraten. Wenn nötig, findest du einige Verkäufer in unserem Dorf. Wenn du kein Geld für Nahrung hast, kannst du immer Pilze im Wald suchen oder Tiere jagen. Vielleicht könnte ich irgendwie ein paar Münzen verdienen. Sicher, du kannst mit den Menschen hier oder in anderen Dörfern sprechen. Vielleicht wird jemand für deine Hilfe bezahlen. Vielen Dank für den Ratschlag. Es ist Zeit für mich, den richtigen Ort zu finden. Ah, jetzt habe ich einen hölzernen Hammer gekriegt. Lass mich mal sehen. Ich habe etwas Besonderes für dich. Das ist der Hammer, mit dem dein Onkel das Haus gebaut hat, in dem er alt geworden ist. Welches bessere Werkzeug könntest du verwenden, um dein erstes Haus hier zu bauen? Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. So. Ah, hier haben wir eine kleine Einführung. Tab-Menü. Ach, das ist alles auf Englisch jetzt. Okay. Press Q. Construction Wheel. Aha, okay. Das Construction Wheel, das kann man mit Q öffnen. Inspector Mode. Linke Alt-Taste. Das ist auch gut. Das kriege ich hin. Da habe ich meinen Daumen und Tab ist dann hier Inventar und tralala. Alles gleich hin. Gut, da wissen wir Bescheid. So, Q. Aha, Gebäude. Weitere. Crafting. Steinhäutungsmesser. Das kann ich schon bauen. Und eine Steinaxt könnte ich bauen. Was soll ich eigentlich machen? Eine Steinaxt soll ich bauen? Aha, na denn. Flupp. So, habe ich. Steinaxt ist da. Jetzt muss ich Bäume fällen. Das sagt mir zumindest die Quest oben rechts. Dies sind die Hauptziele des Spiels, die vor allem zu Beginn deiner Reise nützlich sind. Sie erhöhen auch deine Baukapazität, indem sie jede neue Entwicklungsphase freischalten. Okay. Na, dann machen wir doch das erstmal. Ich würde mal sagen, wir gehen hier einfach mal raus aus dem Dorf. Aha, da muss ich hin, da muss ich hin, da muss ich... Da oben muss ich hin. Ich muss ja jetzt schon überall hin. Ah, am besten ja nicht. Gar nicht beachten. Wo gibt es denn eigentlich Brücken? Da ist wahrscheinlich eine Brücke und da ist eine Brücke. Da oben ist eine. Ich muss hier dann noch einen Platz fürs erste Haus finden. So, hier haben wir doch schon mal einen Baum. Die Steinaxt reicht nicht, oder was? Oh, ja. Ah! Baumfeld!
Was? Die ganze Stamm in meine Tasche gepackt. Das ist aber eine große Tasche. Okay, Rundhölzer. Ach, dafür brauche ich eine Schaufel. Ah, dann kann ich das Ding entwurzeln, wenn ich zum Beispiel Bauland haben will. Okay, alles klar. Fichten, Federn. Oh, nehmen wir. Hier Steinchen. So, was braucht man jetzt noch? Achso, 5 Bäume muss ich fällen. 5 Stück. Da bin ich ja mal gespannt. Hier Inventar. 22 Kilo. Ja, da bin ich ja schnell an der Grenze, wenn ich hier 5 Bäume fälle. Und diese riesen Baumstämme in meine Tasche packe. Aha. Wasser ist ein wesentlicher Parameter für das Leben. Ohne Wasser sinkt die LP. Um es wieder aufzufüllen, trinkt einfach Wasser aus einem Bach, Fluss oder See. Wasser kann auch in einem Eimer oder einem Trinkschlauch transportiert werden. Okay. Danke für die Information. Oh, ich habe zufällig einen Stein aufgesammelt. Da ist noch ein Stein. 2 Bäume. Ich glaube, ich werde erstmal Schilf sammeln. Ja, da kriegen wir Stroh draus. Wir werden mal dran gewöhnen, hier mal E drückt zu halten, so wie No Man's Sky. Und 20. Stroh ist fertig. Alles klar, ich glaube... Ach, ich bin jetzt schon überladen. Okay. Ich muss aber noch ein paar Bäumchen schlagen. Dann werde ich wahrscheinlich, wie man das von anderen Spielen kennt... Je voller ich jetzt werde, desto langsamer werde ich. Und meine Ausdauer wird sich nicht mehr regenerieren, so wie ich das gerade sehe. Aha. Das ist natürlich ein Problem. Hallo? Ah. Okay, jetzt wird's kriminell. Viele Steinchen. Alles klar. Okay. Jetzt muss ich mal gucken. Rundhölzer. Die sind ja verdammt schwer. Ablegen. So. Dann haben wir die erstmal abgelegt. Die bleiben ja hier. Oh. Hallo? Bitte nicht in den Fluss. Steinchen. Gut, das heißt, das nächste wäre dann, mein erstes Haus zu bauen. So. Wenn ich wüsste, wo ich es denn hinbaue, so schön mit Seeblick, das wäre ja was. Ich denke mal, das werde ich tun. Werde ich einfach mal nur die Bäume fällen? So, und jetzt... Baumfeld. Ah, liegt ja mitten auf dem Weg. Kommt der Händler ja nicht mehr durch hier. Dann müssen wir den schon mal clean hacken hier. Wenn ich dann irgendwie das mit dem Hacken hinkriege hier. So, jetzt. Ah, sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Sauber. Baue dein erstes Haus. Ich glaube, das Blaue... Das ist gar nicht meine Ausdauer. Das ist mein Wasser.
Mein Wasservorrat. Mal die wieder verstauen. Kann ich jetzt einfach so trinken? Dass ich hier einen Durchfall kriege oder sowas? So wie 7 Days to Die. Wenn man da einfach nur die Brühe aus dem See getrunken hat, dann war das nicht so schön. Muss man alles erstmal abkochen. Aber gut, das passt. So. Das ist doch schön. Oh, ist das schön. Die Vögel zwitschern. Ich könnte mich hier gerade total verlieren. Ja, also. Das macht ja schon mal Laune. Ich habe jetzt voll Lust, mein erstes Häuschen zu bauen hier. Auf jeden Fall hier am Fluss, weil Wasser wichtig. Vielleicht können wir auch irgendwann noch Fische fangen. Da habe ich Bock drauf. Ja, auf jeden Fall. Dann machen wir hier morgen weiter. Ich freue mich auf eure Kommentare, ob euch das zusagt. Ich weiß, viele sind ja eher so Space Games Fanate. Aber das macht einen sehr guten Eindruck. Es war noch Early Access, aber sieht dafür schon sehr, sehr gut aus. Hört jetzt nicht hier alles voll, sonst bin ich gleich wieder überladen. Alles klar, Leute. Dann sag ich mal, bis morgen. Ciao.